Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bioshock 2. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben, auf dem Weg erstmal unsere kleine Little Sister zu füttern und direkt auf den Weg weiter in Richtung Elena vorzudreschen. Zuerst aber müssen wir uns einen neuen Schlüssel holen, einen neuen Key besorgen. Aber dafür sammeln wir erstmal Adam hier vorne. Let's go, Kleines. Schlafende Engel leuchten, okay. So, genau. Wir haben auch noch Mini-Geschütze. Das setzen wir auch direkt mal ein. Das Ding ist wirklich, wirklich stark. Schaut euch das mal gleich an. Ups. So, ups. So, alles kann ich... Ups, hassa. Davon wollen wir auf jeden Fall ein paar mehr Aufnahmen machen. Wir haben jetzt erhöhten Schaden gegen Splicer und die sind anfällig für Antipersonen. So wie so ziemlich alle Personen. Antipersonen sind einer der stärksten Munitionen. Was? Nein! Ich hatte doch gerade den Part erst angefangen, Leute. Ach, das ist anstrengend. Bis gleich. Willkommen zurück, Leute, beim schlechtesten Remaster der Welt. Oh Mann, wie konnte man das so verhauen? You had one job! Das ist echt ein bisschen verwirrend. Das kann aber auch nicht sein. Das ist doch einfach lächerlich, wie stark das verhauen wurde. Ich meine, es hat ja nicht mal Sinn, an welchen Stellen es abbricht. Es crasht einfach konstant. So, ja, wir crashen jetzt mal hier, wir crashen jetzt mal hier. So, natürlich können wir das gleiche Setup wieder machen. Wir nutzen wieder ein Mini-Heckgeschütz. Ups. Dankeschön. Nutzen da hinten aber noch mal ein zweites. Ich brauche die auch noch nicht großartig. Wir nutzen mal Nieten. Nieten verballer ich sonst nie. So, die ist jetzt gleich tot. Kam von da vorhin auch eine? Ich weiß es nicht mehr. Okay. So. Gleich kommt auf jeden Fall ja noch ein Spider-Splicer. Wo ist... So, du nervst mich erstmal nicht. Wo ist denn der gute Spider-Splicer? Was ist denn mit dem? Warum ist der hier? Wir machen erstmal die Kleine kaputt. Danach blitzen wir den. Fotografieren den mal, damit wir den haben. So, erhöhter Schaden gegen den. Und den konnten wir auch einmal ganz kurz so zerstören. Zerfetzen. Aha. Der hinten ist so ein Gerätschaft. Oh mein Gott, Leute. Wir haben ja gesagt, Auto-Hacker wollen wir ein paar Mal öfter verwenden. So, dankeschön. Danke, danke. Warum muss das immer so anstrengend sein? Das kann doch nicht sein. So, Kühlschrank hatten wir schon geplündert. Natürlich, das erste, was man macht, ist den Kühlschrank zu plündern. Ups, das sah, sorry. Ja, da habe ich doch jemanden gesehen. Ja, mich aber auch. So, wir haben hier vorne so eine Jukebox. Juke. Mit schöner Musik. Die man nicht hört, weil sie nicht an ist. Wundervoll. Okay, unsere zwei kleinen Mini-Geschütztürme existieren nicht mehr. Hier vorne existiert aber vieles schon nicht mehr. Eine Truhe. Da vorne kommt man drauf. Nur um Schrot aufzuheben. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Naja, auf jeden Fall müssen wir noch eine Leiche finden. Das wird ja hoffentlich kein großer Aufwand. Ich habe mich vor allem am Anfang so gefreut. Ich dachte, ich habe so Reviews gelesen gehabt. Eins der schlechtesten Teile aus dem Grund, weil es halt ständig hängen bleibt und sonst was. Aber das ist echt komisch.
Ich dachte am Anfang, so die ersten zwei, drei Parts lief so eigentlich ganz gut und mir passiert das nicht, aber natürlich erwischt mich auch das Klar, Übel. Ich hatte schon einige Feuer zu meiner Zeit und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. Oh Mann. Wie können die sich das ganze Leben so zerstören? Aber ich glaube, wenn man uns so eine Technologie geben würde, sich zu splicen, gäbe es auch nur noch Anarchie und jeder würde darum kämpfen, der Stärkste zu sein. Sich hoch zu splicen und auf gut Glück irgendwie zu hoffen. Genau, wir können hier vorne auf B jetzt reparieren. Oh, Magie! Für einen ganz, ganz kleinen Anteil. Oha! Das hat mich ja wirklich gar nichts gekostet eigentlich. So, genau. Da rennt er einfach eiskalt hoch. Du gehörst also zur Zeit. Hier ist mein Friedensangebot. Dankeschön. Willkommen. Aha. Beschissenen Pink Pearl. Dankeschön. Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. So. Dankeschön, dass du einfach abhaust. Dankeschön, Dankeschön. So. Ach, Mann. Du bist so anstrengend. Ein Bühnenarbeiter. Hallo. Meiner. So. Dann kommen erstmal ein paar kleine... Oh, da vorne ist einer. Da vorne ist einer. So. Tschüss. Spider-Splicer. Oh Mann. Ey, nee, oder? Du nervst mich auch noch. Fliegt er einfach auf die Fresse, während er auf mich zurennt. Okay, können wir auch mal machen. So. Das Ding ist, ich freue mich gerade, dass das Spiel so wieder vernünftig funktioniert. Aber gleich ist es sowieso so, dass es wieder crasht oder sowas. Echt nicht schön. Eigentlich müssten die das fixen. Ich finde eigentlich... Für die Leute, die das ganze Geld dafür ausgegeben haben für das Spiel, müsste man das eigentlich fixen. Ich meine, das ist ein Unding, dass es immer noch nicht klappt von so einer großen Firma. Und das Problem ist ja bekannt, so ist es ja nicht. So. Okay. So, und auch wenn mein PC zum Beispiel die Mindestanforderungen erfüllen würde, wenn da Mindestanforderungen steht, sind es auch wirklich die Anforderungen, die erfüllt werden können, damit das Spiel vernünftig funktioniert. Vielleicht nicht grafisch oder optisch das Beste oder mit weniger Features oder sonst was, aber Feature, dass das crasht, das ist kein Feature. Aber mein PC erfolgt ja, bekommt ja, hat ja glaube ich nicht mal die Mindestanforderungen, sondern schon ein bisschen mehr. So ist es ja nicht. Und nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich genügend. Aber naja, das ist so die andere Sache. Ach, Alkoholtrip. Hör auf, dankeschön. Aha. Niemand tut meinem Daddy weh. So, der wird jetzt erstmal... Aua. Ich wollte die Kamera ausrüsten, um den ganz schnell zu besiegen, genau. Hier vorne haben wir Auto-Egg-Pfeile und wir haben Hacker's Delight 2. Das nehmen wir gleich mit. So, hier vorne unsere super Gerätschaften. Und let's go. Der Boda hat keinen Treibstoff mehr. Oh Mann, hör auf mit dem Kram. So. Erstmal runterfallen lassen. So, und die letzten zwei Schüsse auch noch verschwenden an ihn. Okay. Den haben wir bereits. Oh.
So, den hacken wir. Das soll jetzt unserer werden. So, viel Munition haben wir nicht mehr, die gut ist. Ich hätte eine Idee, wir hätten Phosphorschrot. Das ist sehr schön. Das drückt auch gut Schaden. So, vorsichtig. Oh mein Gott. Okay, da vorne den noch gerade so erforscht. Okay, den kriegen wir noch platt. Perfekt. Sehr schön. Heute hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht doch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919. Ich sollte 1919. Den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. 1919, das können wir uns merken. Ja, ja, ich höre ja schon, dass immer mehr und mehr Little Sisters hier rumlaufen. Und ich wünschte, ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, meine Little Sister endlich fertig zu füttern. Aua. So, das tut wirklich weh. So, wir müssen die halt nur komplett fertig füttern. Nur wo? Ich finde keinen Ort, wo das vernünftig noch klappt. Das Ding ist, ich weiß ja auch nicht mehr, wo man jetzt nochmal, auf welcher Taste man nochmal suchen konnte. Ach, Leute, Leute. So, ein bisschen Bohrertreibstoff. Und speichern. Wir haben die 10-Minuten-Marke überschritten und müssten jetzt speichern. Was ist da los? Okay. Wie sucht man jetzt? Auf B? Auch nicht. Ich weiß aber sonst nicht, auf welcher Taste. Ich weiß sonst echt nicht, auf welcher Taste. Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der Alley. Und dort sind... Naja, schauen wir mal. Da hinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat. So, goodbye. 1919. 1919. Annehmen. Ja. In völliger Dunkelheit. Ich habe es euch doch gesagt. Können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon. Daniel ist tot. Ermordet. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz in die Rohrpost. Da wird sehr wahrscheinlich... Wisse, Bestie. Genau. Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Okay, dann schick mich doch mal in die Hölle. Dafür musst du es erstmal schaffen, hier durchzukommen. So, schade. Das Gleister ist aber tot. Und schade. Ups, nächster Gleister ist tot. So. Nun
Nummer 1. Nummer 2. Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. So, den wollen wir auch einmal ganz kurz durchbohren. Den auch. Aua. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Lol. Aber ein ganzer Schlag hat ihn gekillt. Aua. Man munkelt, mein munkelt. Dass das relativ anstrengend ist. Ich hock doch nur in meiner Ecke hier. Eleanor Lamp ist unsere Rettung, Dämon. Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen. So. Ups. Er will sich mit mir anlegen. So, den können wir ein bisschen nerven. So, der denkt auch wirklich, dass er mich mit so einem billigen Stein trifft. Ah, der wird dir doch gleich hochlaufen, oder? Ich habe Angst. Ich habe aber auch keine Munition mehr. So. Vorsichtig. Immer schön hier hinten baiten. Hier sind nämlich meine ganzen Fallennieten. Sowohl oben als auch unten. Fertig. Gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier. Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Verständlich, ja. Möchten ja natürlich nicht, dass wir hier einfach sterben. So, dann können wir die ganzen Fallennieten erstmal wieder aufheben. Davon haben wir ja genug platziert. Und trotzdem nicht so viele ausgelöst. Weil die Dinger von oben kamen. Frage dich, Delta. Du, der du so unermesslich gelitten hast unter Menschen wie Ryan. Was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde. Welchen Preis müssen wir bezahlen? Eleanor ist meine Antwort. So, genau. Wir haben hier Munition und Co. Und unten ist eine Leiche. Die kann ich mir gleich mal holen. Aua, aua. So. Au. Dass du hier bist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Kannst du mal aufhören? Ich habe das Geschütz da extra platziert. Ja, wie der das einfach abwirft. Großer Bursche hier. Zerstörte mir einfach mein schönes Geschütz. Genau. Wir können hier vorne nochmal hacken. So macht das Spaß. Sehr schön. Weil hier vorne gibt es auch wieder Lamps Operation. Operation. Alexander sei der Fährmann. Oh Mann. Da schauen wir gleich mal rein. So, also. Ich pausiere mal ganz kurz, um zu speichern, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Speichern ist das A und O in diesem Spiel. Das dürfen wir nicht vergessen. So, und jetzt können wir auch endlich mal diesen Typ hier vorne looten.
So, da hinten ist auch eine Little Sister. Die können wir uns direkt danach mal abholen. So, nur vorsichtig sein. Da hinten beobachte ich das Ganze auch mal. Und danach hätten wir, glaube ich, schon drei Little Sisters befreit. Genau. Das ist die zweite, die wir gerade, um die wir uns kümmern. Aha. Oben ist eine. Wups, wups, wups. Da hinten beschießt jemand relativ stark. Aha. Da ganz hinten. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Die ist gleich fertig, die Kleine. So, Harpoon können wir auch nehmen. Ups, da. Sa. So. Okay. Scheint so, als wären wir fertig. Dann bringen wir die Kleine auch weg. So. Hier vorne hacken wir nochmal, um nochmal Boni zu erhalten. Bisschen Geld, bisschen schwere Nieten, das geht eigentlich klar. So. Da vorne kann man das abgeben. Schauen wir gleich mal. Wir müssen erstmal hier einen anderen Weg oder Ort finden, wo man abgeben kann. Gibt es anscheinend nicht großartig. Okay. Ah, hier vorne. Genau, sehr schön. Retten. Dann retten wir dich noch. Und dann beenden wir die Folge auch. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas bekommen. Irgendwas Besonderes. So ein bisschen Adam. Na, kein Ding Süßes. Alles klar. Dann wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis demnächst. Ciao.